Hey ho, ihr hotten Party-People da draußen. Ich bin jetzt von Netzwerk Gaming Bros und wir spielen wieder eine Runde Call of Duty Black Ops 3. Ja, und der aufmerksame Zuschauer sieht, ich bin jetzt ohne Hintergrund. Ich habe einen Greenscreen bekommen gestern. Ich hatte gestern auch schon eine Aufnahme, die ist leider ein bisschen kaputt gegangen. Bin da noch nicht so mit erfahren. Wie gesagt, dauert wahrscheinlich ein bisschen. Und heute spielen wir wieder Black Ops 3, wie gerade schon gesagt. Ja, genau. Wir haben ja diese Sammelspielaktion, sage ich so mal. Und das heißt, wir spielen heute keine Kampagne weiter, sondern wir spielen heute mehr Spiele. Und öffentliches Spiel, Spiel suchen, Standard. Team Deathmatch. Team Deathmatch sind die meisten Leute. Wir spielen hier mit diesem Spezialisten, die hat diesen Revolver, keine Ahnung, wie sie heißt. Habe ich jetzt gestern das erste Mal gespielt gehabt. Mit dem Annihilator, genau. Das ist diese Knarre, die hat irgendwie übelsten Damage, dieser Revolver. Habe ich jetzt bisher zwei oder dreimal ausprobieren können, jetzt noch nicht so krass, aber ich glaube, wenn man das, wenn man das kann, dann geht die bestimmt richtig böse ab. So, also wir sind dabei. Es sollte jetzt auch nichts mehr laggen. Das war nämlich die Probleme gestern Abend. Und hier wird schon der erste als Noob bezeichnet. Ich hoffe, ich bin es nicht, aber ich werde es wahrscheinlich sein. Weil ich bin tatsächlich richtig, richtig schlecht. Was Call of Duty angeht. Ich war mal früher. Ja, richtig gut war ich nicht, aber ich war mal nicht so ganz so verkehrt gewesen, ja, tatsächlich. Aber da ist einer gestorben von mir. Da ist er. Wow, das war jetzt. Ausgeschaltet. Okay, der rennt rein, der geht sterben. Ne, der hat überlebt. Respekt. Drohne nähert sich. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, früher war ich mal tatsächlich ein bisschen besser gewesen, Call of Duty. Jetzt reiße ich gerade momentan gar nichts mehr vom Hocker. Also wenn ich mit einer 0,5er KD rausgehe, Achtung, feindliche Drohne nähert sich. ja, dann bin ich gar nicht mal so unglücklich. Ja, es ist halt ein bisschen deprimierend, wenn man dann so seine Screenshots von früher sieht. Wo sie hin? Lol. Wenn man seine Screenshots von früher sieht, wie gesagt, wo man dann doch mal ein bisschen mehr gerobbt hat, aber es ist halt lange her. Lange, lange ist es her und ja, ich weiß gar nicht, warum ich das spiele. Ja, ein bisschen zur Belustigung natürlich, dass ihr ein bisschen Spaß habt. Ist jetzt einer von mir gestorben? Ja. Wow, 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 wow. Okay, das war nicht schlecht, das war nicht schlecht. Ich habe mich gerade ein bisschen erschreckt, dass da gerade zwei Stück kamen. Fuck. Feind am Boden. Ja, den habe ich nicht gesehen. Alles cool. Was tackert der denn hier hin? Was halt ganz cool ist bei Call of Duty jetzt diese vertikalen Spielelemente, also mit den Wänden und so weiter. Fuck. Ach Mist. Naja, okay, alles klar. Den habe ich nicht kommen sehen, den Kollegen. Der war. Und ich glaube, mein Gesicht ist ein bisschen sehr hell, ne? So hell bin ich gar nicht. Auf der Kamera, aber das liegt an der nicht sehr professionellen Ausleuchtung. Fuck off, Alter. Krass. Krass, krass, wie er mich gedisst hat. So, was sag mal, 0,6, okay. 0,6 kann man sich mal einen Assist holen. Den holen wir uns auch. Oh. Ah, das war jetzt ein 101, also das war. Ah, naja. Passiert. Es ist sowieso hier, was mir auffällt auf dieser Map. Ich spiele ja nicht sehr oft. Ich habe jetzt, ich glaube, 10 Stunden Multiplayer. 10 Stunden Multiplayer. Und habe die relativ häufig gespielt und mir ist halt aufgefallen, dass ich das immer so hier in diesem Zug, Hangar, Haus, Zug, Abstell, Versteck, keine Ahnung, ein bisschen sammelt so. Und halt in den Häusern, wo immer die ganzen Sniper hocken. Ja, das ist hier sowieso schrecklich so. Ja, gut. Konterdrohne nähert sich. Alle Feinde auslöschen. Oh, jawohl. Bestätigt. Jetzt haben wir den Annihilator. Der ist es. Das ist der große. Das ist der richtige Motherfucker. Bam! Seht ihr das? Einfach mal so den Kollegen weggebumst. Ja. Mit dem Annihilator ist das gar kein Problem. Fuck. Okay, der sieht mich gar nicht.
Jetzt haben mich gerade 3 Stück auf den Spieß genommen. Da brauche ich keine Chance. Wie gesagt, wahrscheinlich gibt es der ein oder andere, der das jetzt sieht, der wird sagen, ah, locker, easy going, gar kein Problem. Aber ja, für mich schon. Naja, toll, danke. Ja, ja. Er ist ja auch geil, dass er da einfach unten drunter durchgesneakt. Unser Ruf ist unsere größte Wache. Das ist aber traurig. 0,67, für viele mag das schlecht sein, für mich ist das gar nicht so verkehrt. Aber den einen hätte ich jetzt gerade noch geholt. Wow. Das war ein Kill. Ich würde sagen, der war hinten, hinterm Rücken ist der eigentlich lang gegangen. Du hast dich mit dem Falschen angelegt. Egal, wir sind auf jeden Fall Sieger. Das ist schon mal wichtig. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Call of Duty Multiplayer, weil das war jetzt eine kurze Runde, sind immer so ein bisschen kürzer, deswegen schauen wir mal, wo wir gleich sind. Bis dann, tschüss. Willkommen zurück, liebe Freunde, hier bei einer neuen Runde Call of Duty Black Ops 3 vorbei. Wir sind immer noch in der gleichen Folge von der Seite her, willkommen zurück, hier nach dem Schnitt. Und wir sind schon wieder auf der gleichen Map, fällt mir gerade auf. Was ein Wichser. Hat ihr den gesehen, was ein Wichser einfach hinter der Wand steht und dann da so ganz hart chillt? Warte mal, hier ist doch eine Konterdrohne. Wieso ist hier eigentlich eine Konterdrohne am Start? Warum ist hier gerade meine Display so im Arsch? Ach so, das lag an der Konterdrohne. Ah, okay, ich verstehe. Also haben wir schon mal 2 Kills abgeholt. Hä? Da hinten. Ach, ja, okay, das wäre jetzt, war jetzt knapp gewesen, also noch 1-2 Kugeln, da wäre er auch vorbei gewesen. Aber er wollte nicht. Feindlicher Energiekern online. Boah, Alter, das ist ja eine Katastrophe, ist das ja. Wow. Also Jasper ist anscheinend gay. Also der ist anscheinend schwul, aber ist nicht schlimm, wir haben gar nichts gegen Schwule. Wow. Das ist ja schlecht. Das ist ja mit diesem Energiekern, das ist ja eine Katastrophe. Es gibt keine Worte, um das zu beschreiben. Und es ist eine Niederlage. Ruckzuck ist die Runde vorbei. Schade, dass wir in so ein Zwischending einfach reingejoint sind. Ja, dann nehmen wir uns den letzten Kill an und dann sage ich schon mal Tschüss. Bis zur nächsten Runde, weil werden jetzt anscheinend noch 2-3 Runden, bis wir das durch haben. Ja, und der ist anscheinend sehr, sehr schwul. Keine Ahnung. Also bei dir hat alles lichterloh gebrannt heute. Ja, das ist der Burning Man, ja. Naja, gut. Dann sehen wir uns nächste Runde wieder. Bis gleich. Ciao. Team Deathmatch. Ist ja auch gleich schon wieder vorbei. Waffen scharf. Verbündete Drohne. Hat sie erledigt. Vorräte unterwegs. Hinterhalteinheit erledigt. Outrider ausgeschaltet. Verbündeter Wächter eingesetzt. Steuere Schwebeladung. Bestätigt. Weiter vorrücken. Der Sieg gehört uns. Ruin ist weg. Die letzten Sekunden laufen, jetzt nicht nachlassen.
Alle Missionsziele erfüllt. Bereit machen für Evakuierung. Damit hätten Sie rechnen müssen. Ja, das war jetzt mal so eine ganz kleine Zwischenrunde gewesen. Das war wieder kurz vorm Ende. Ich habe mir gedacht, okay, lass ich mal draußen. Aber jetzt habt ihr mal gesehen, wenn ich mal nichts kommentiere, ja, haben wir eine gar nicht mal so schlechte KD. Also ich meine 8:2 mit einer 4er Quote, das ist gar nicht verkehrt. Und jetzt muss ich mir natürlich erstmal überlegen, sollte ich weiter kommentieren, wenn jemand das sehen will? Oder ich glaube, ich werde einfach mal jetzt, also ich habe jetzt in dieser Runde nichts gesagt, weil ich, wie gesagt, das eigentlich rausschneiden wollte, weil die bei 75 Punkten waren, beide Teams am Anfang oder fast. Haben wir gedacht, naja gut, was jetzt auf die nächste Runde? Ich bleibe jetzt in der Lobby und dann geht es jetzt endlich mal richtig mit einer richtigen, frischen Runde los. Bis gleich. Willkommen zurück hier bei der nächsten und ich hoffe auch mal vollständigen Runde. Wir starten bei 0 Punkten für alle, frisches Spiel. Alle sind motiviert hier, alle rennen los wie die Zigeuner vor dem Herrn, du. Und wir sind bereit. Alles zusammen. Gutes Team. Der Pater ist auf jeden Fall motiviert. Der hat gleich mal 3 Leute weggeschnickt. Einfach mal aufgegessen hat er sie. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier vielleicht noch was reißen können. Eben war ja eine gute Runde. Die Lobby hat sich großartig verändert. Sind die gleichen Leute geblieben, soweit ich das sehen konnte. Das heißt, unter Umständen könnten wir das Ding wieder reißen. Aber schauen wir mal. Aha. Granate! Wow. Hat er sich jetzt einfach mal einen Kill geklaut, der Kollege hier. Aber gut, dafür sind wir ja ein Team. Das heißt ja auch Team Deathmatch und nicht Single. Ich mache alle platt, weil ich es will. Kann, muss, tun, werde. Haut mal rein, Jungs. Was, wo sind denn eigentlich hier die ganzen Gegner? Granate, Bewegung! Egal, den haben wir uns noch geholt. Das war mir jetzt wichtig gewesen. Guck mal, wie lange der gebraucht hat. Krass, ey. Das ist der Hammer, wie lange die Kills eigentlich brauchen, wenn man da nicht mit Zielvorrichtung drauf schießt. Überwachung erledigt. Ah, ficken, ey. Ach, wie unhöflich. Wo sind wir denn? 2, 3? Naja, gut, okay. Es geht langsamer bergauf. Was ist denn jetzt los? Warum kommen denn da so viele Leute? Also es waren jetzt 4 Stück, die da jetzt gerade rangelaufen kamen. Hä? Das war ja schon... Lol. Ja, die laufen in der Gruppe, das ist auch nicht schlecht eigentlich, ne? Muss man ja mal sagen. Muss man ja mal knallhart gestehen, dass das gar nicht doof ist. Sowas. Bisschen campen kann man auch. Warum nicht? Mein Gott. Alter, das gibt's nicht. Das gibt es einfach nicht. Das ist eine Katastrophe. Achtung, feindliche Vorräte von oben. Jawohl! Annihilator bereit. Achtung, ich war gerade am Nachladen. No chance, gerade am Nachladen gewesen. So, Annihilator. Guck, ob wir jetzt da was reißen können. Ich glaub's ja nicht. Feindliche Drohne gesichtet. Achtung, feindliche Konterdrohne ist aktiv. Alter, hier in dem Wald ist es sowieso scheiße mit Raketenwerfer, die Jungs da runterzuholen, die Drohnen halt. Das ist ziemlich lame, weil du siehst die Scheiße nicht. Und dann guckst du in den Himmel und dann passiert genau das. Aber es ist einfach eiskalt wegsnackt. Ja, gut. Feindliche Blitzschlag-Zielerfassung aktiv. Oh, das ist uncool. Das ist nicht so sexuell, wenn da die feindliche Blitzschlagerfassung am Achtung, feindlicher Blitzschlag. Krass. Ich habe nämlich eben nur das Rote vom Visier leuchten sehen, habe mir gedacht, so, hä, wo ist er denn? Da ist er.
Lol, da, wie sind denn immer in diesem scheiß Loch drin? Das ist doch der. Das ist doch Katastrophe, ist das doch. Was machen die denn alle da drin? Boah, ey, soll ich mal schaffen? Nee, komm, Scharfschützengewehr nehme ich jetzt nicht und mach da einen rein, ey. Ey, jetzt ein bisschen lamey-mamey. So. Jetzt kommt. Jetzt kacken wir gerade richtig ab. Aber wir sind noch. Schlecht. Wir sind schlecht. Naja. Ich habe ja nie behauptet, ich wäre hier Pro-Gamer oder so in dem Spiel. Würde ich auch niemals sagen. Outrider ausgeschaltet. Ich setze mich jetzt hier in die Ecke und chill hart. Da hackt er. Wer hackt denn? Wer ist denn so gut, dass er hacken würde? Oder er hackt. Er hackt genau richtig. Also. Ah. Jawohl, ha, da haben wir uns geholt mit der Sprengladung. Ja, gut, da habe ich die platziert. Mitten in den Gang rein. Jeder hat sie gesehen, keiner hat sie bemerkt. Oh ja, jetzt gibt's Ärger. Muss man sich voll konzentrieren. Die Jungs, die machen das alles so locker. Die sprengen in die Luft und laden nach und schießen dann. Und ich komme hier nicht mehr annähernd hin. Nein! Ja, der Pater, der ist auf jeden Fall Hacker. Auf jeden Fall. Mit 19 zu 12, da muss man hacken, ganz klar. Das geht gar nicht anders da. Ich war schlecht. Jawohl! Der Penner. Hat er jetzt nicht kommen sehen. Das Ding ist halt, wenn das halt trifft, sind sie tot. Also nicht hundertprozentig, aber oft. Weil, da steht dann auch in der Beschreibung so von wegen mit Geschützen, dann können die halt nur was reißen. Der war jetzt aber ohne Scheiß, der war gerade nicht schlecht, oder Leute? Der war doch echt. Also ich fand, den könnte man sich mal ruhig eine Runde so. Den könnte man feiern. Feind ausgeschaltet. Scheiße, Mann! Das ist aber auch, die kommen immer irgendwie so ganz komisch zusammengeworfen. Jo, Alter, ich spawn und der ist direkt hinter mir. No, klar. Immer her damit. Gar kein Problem. Revolverheld erledigt. Boah, Alter, die da hinten, ne? Mit dem scheiß Scharfschützengewehr. Katastrophe. Ich sag euch, das ist eine Katastrophe. Ruin erledigt. Alter Vater. Boah, todeserschreckt gerade. Scheitern wird nicht beachtet. Zurück zur Basis zur Besprechung. Harter Scheiß, der hier gerade lief, würde ich mal sagen. Und. Naja, gut, wir waren halt auch nicht im besten Team, aber wenn ich schon 16-22 habe. Die hatten fast alle eine positive KD. Also eine positive Quote, ja.
im Gegnerteam. Wenn du einen Glückstreffer landest, werde ich dich aus. Muss man ja schon mal sagen. Herzlichen Glückwunsch, Leute, würde ich sagen, auf jeden Fall. Und danke fürs Zuschauen bei dieser nicht so ganz so geilen Runde. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es wieder heißt Call of Duty Black Ops 3. Ich weiß noch nicht, was wir dann spielen. Vielleicht diesen Top-Down- bzw. isometrischen Shooter. Muss ich mal gucken, den habe ich auch noch mal kurz angezockt gehabt. Naja, auf jeden Fall. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen da. Euer Jens von der ZGaming Bros. Ciao.